Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, was 3 Stunden wiederholt. Fliesen schon total abgenutzt. Fliesen abgenutzt, die Räder sind schon platt. Ich muss neue Reifen bestellen hier bei Sidon. Nein. So, was machen wir heute? Heute zeigen wir was richtig Krasses, wo viele Leute uns angeschrieben haben. Und zwar, es geht um diese Projekte, was wir schon bei uns im YouTube-Channel gezeigt haben. Vor einem Monat? War das vor einem Monat so ungefähr? Ja, ungefähr. Ja. Es ging um Audi 80 Coupé, BMW E24 und E-Klasse 124 Coupé. Ja, was sollen wir umbauen? Ja, wir haben uns überlegt, wie wir das am besten machen in einem Video. Wir haben ein bisschen zu viel, weil das ist ziemlich viel und aufwendig. Deswegen machen wir 3 Videos. Ja, die werden wir jetzt zeigen, 3-mal hintereinander. Wir veröffentlichen zurzeit bei YouTube Videos am Sonntag, Dienstag und Donnerstag. Ja, das machen wir. Die nächsten 3 Videos, die werden quasi von den 3 Autos handeln. Ja, womit fangen wir an? Vielleicht mit dem Audi 80. Ja. Weil das hat der JP schon gezeigt, so ein bisschen, wo der bei mir hier war. Immer wenn der hier ist, klickt er bei mir auf dem Rechner rum. Und guckt, was der Bette so macht. Ja, ja. Ich habe immer ziemlich viel, sieht man auch ein bisschen, ne? Ziemlich viel Chaos, weil ich sehr viel hier verschiedene Projekte habe. Ne? Und aktuell. Krass. Ja, das zeigen wir auch bei uns im YouTube-Channel. Ne? Den Golf 2 Hardcore Edition. Endlich habe ich meinen Auftrag bekommen. Ja, schon Pierre hat mir einen Hardcore-Umbau, Breitbau gegeben. Man muss einfach hartnäckig sein, ja. Der war immer dagegen. Ja, ah, Whitebody. Wie oft sagst du Whitebody am Tag? Ja, oft. So oft, bis er sagt, Belzec, bauen. Bauen Whitebody. Ja, und deswegen habe ich diesen Auftrag gekriegt und wir bauen den zusammen. Wir zeigen mehr so detailliert, wie wir das bauen und so weiter und so weiter. Er zeigt das so ein bisschen, ich sag mal, kurz gefasst, weil so ein Umbau ist nicht ganz ohne. Ja? Also das ist wirklich, dauert sehr, 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 sehr lange. Ja? Allein wenn wir jetzt das Auto eingescannt haben, hat man auch in einem anderen Video gesehen, warte, ist das ein bisschen gemütlicher hier. So. Oder wenn wir die Autos, die Projekte in 3D zeichnen, das dauert unglaublich lange. Wir zeigen das so ein bisschen detaillierter. Ne? Wenn ihr sowas sehen wollt, folgt uns und so weiter. Wir würden uns freuen. Ich persönlich sehr. So sieht's aus. Audi. Wir fangen mit Audi 80 an. Warum guckst du so komisch? Schönstes Auto. Oh. Oh. Meiner Meinung nach. Oder? Ich meine, ich mag den schon. Das war früher war es Audi 80 Cabrio. Diese Badewannenform war mein Traumauto. Gut, das haben nur die Superreichen gehabt und nicht der Normalbürger. Weil die sehr teuer waren. Ich wollte mich noch bedanken für die ganz viele Kommentare, für die wirklich ganz viele Abonnenten, die wir bekommen haben. Ich glaube, wenn das Video rauskommt, das kommt ungefähr in einer Woche, vielleicht haben wir 40.000 Abonnenten bei YouTube. Ja. Danke. Vielen Dank. Wirklich, ich bin ganz stolz. Natürlich mit sehr, sehr großer Hilfe von Jean-Pierre. Vielen, vielen lieben Dank. Hier einmal öffentlich ein riesen Dank an dich. Ne? Ich finde es auch ganz toll, dass wir so eng befreundet sind und wirklich fast jeden Tag schreiben. Ja, das machen wir. Und ja, ich habe selten so eine nette Person kennengelernt, die mir so in so kurzer Zeit so wirklich ans Herz gewachsen ist und dass wir uns wirklich so gut austauschen und verstehen. Ja. Wir helfen uns gegenseitig, wo es nur geht und sehen uns nicht irgendwie als Konkurrenz oder als Mitbewerber oder sowas, sondern einfach wirklich so als Freunde. Jeder macht seine eigene Schiene, Linie, ja, und funktioniert. Ich finde auch sehr, sehr schade,
dass bei uns in der Branche, in der Tuning-Branche, so viele Leute sich irgendwie gegenseitig bekämpfen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, und ich finde das schade, dass wir die Tuner so ein bisschen zusammenhalten. Weil, was passiert, wenn das nicht passiert, dass wir wirklich so ein bisschen zusammenhalten und so weiter, sondern einfach gegenseitig arbeiten, werden uns die anderen überholen. Ja, ich sag's nur. Viel aus Asien, sehr viel, kommt aus Asien zurzeit. Ja, USA, stehen ganz viele Firmen auf, ganz viele Tuner, wie noch nie. Ja. Zum Beispiel, was kann man machen? Wenn wir ein Auto scannen, wir haben die Scandaten, muss die andere Firma nicht mehr scannen. Ich meine ehrlich, ich finde, wenn wir zum Beispiel mit 10 Firmen ein Auto bauen, es wird niemals passieren, ja, dass der und ich gleiches Design bauen. Niemals. Die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass man im Lotto zweimal hintereinander die Sechserzahl zieht. Ja, also. So, legen wir los mit einem Audi 80 Belzer Edition. So ein bisschen habe ich auch an Jean-Pierre gedacht. Ja, da habe ich so ein bisschen hier und ein bisschen da ein paar Tipps und Tricks gesagt. Ist das hell genug? Ja. So, Audi 80 Coupé. Ja, wenn man jetzt schon den Fortschritt kennt. Ich werde gleich. Komisches Bild, ne? Ja, ich werde aber gleich in Video. Ich habe auch ein paar Videos vorbereitet. Wir machen extra so Shop-Videos jetzt. Ja, wir haben die in 3D gemacht. Ich zeige die euch. Stoppt das Video nicht, weil am Ende, also quasi danach, werde ich detailliert alles zeigen und so weiter auf den Bildern. Achtung, bist du ganz nah? Sitzt du fest? Schnall dich an. Let's go. Was sagt ihr dazu? Bitte schreibt uns Kommentare und so weiter. Wir würden uns freuen. Jetzt gehen wir auf die Bilder. Audi 80. Was haben wir hier alles gezaubert? Motorhaube haben wir gemacht. Ja, das wird eine komplette Motorhaube sein. Dann ein Frontspoiler mit so einem Kappschwert. Verbreiterungen. Cupwings. Hier die Whitebody-Verbreiterung für die volle Achse. Da haben wir so einen Lufterlass hier eingebaut, das hat so ein bisschen nicht so ganz langweilig aussieht, ja, also dass das alles glatt und ja, für mich persönlich zu glatt das Auto, ja. Zu einfach, weil hier, das Auto sieht, schönes Auto, gar keine Frage, nur alles glatt, ja, und ich finde, das schon ein bisschen hier, ein bisschen da könnte was gemacht werden. So. Seitenschweller plus diese Ansätze, Aufsätze. Ja. Bei der Heckverbreiterung haben wir einmal hier ohne Luftanlass gemacht. Ja. Also quasi eine Verbreiterung ohne hier einen Luftanlass zu machen. Die anderen gleichzeitig in der Version mit. Ja. Und zack, da ist er von hinten. Hier kann man noch sehr gut sehen, guck mal. Ja, so ein Luftanlass. Hat nicht viel Bedeutung, ja, also keine richtige Funktion, aber okay, man könnte auch von Innenradkasten so einen Hitzeauslauf machen, ja. Aber ja, aber eigentlich haben wir das nur so für den Design gedacht. Ne? Ja, so finde ich das. So sieht es aus. Ja, Heckstoßstange mit so einem Diffusor. Im Prinzip ist das die originale Heckstange plus diese Verbreiterungen, ja, so komplette Aufsätze. Links, rechts Auspuff, da sind wir so ein bisschen noch mit dem Jean-Pierre am
am Tüfte. Ich glaube aber wirklich, was er gesagt hat, hat er recht. Ich war eigentlich überzeugt, aber dann habe ich auch ein paar Kommentare gelesen, nee, mach so, mal so, mal so. Aber eigentlich war ich auch überzeugt, da hat er recht. Also da hat er wirklich recht, den Auspuff da zu lassen, wo der war. Original ist. Ja. Was er noch gesagt hat, ja. Was ich auch richtig schön fand, hier, wenn die Verbreitung hier verläuft, ne, natürlich hier gibt es eine kleine Kante, da sieht man das schlecht hier, aber wird automatisch, wenn die Verbreitung hier kommt, wie hier auch, so eine kleine Kante entstehen, dass wir hier noch so einen Aufsatz machen, dass er glatt ist. Ne. Ist eine Kleinigkeit, aber ich bin ihm dankbar für so einen Tipp. So, finde ich schon ziemlich sexy. So, Chuck. Dann haben wir eine Version mit der Verbreiterung. Mit dem Lufteinlass in der Verbreiterung. Mit dem Lufteinlass, ja, an der Seite. Finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Finde ich schön. Ja, hier kann man so ein bisschen sehen. So Lufteinlässe mit super Streben. Wie die neuen RS-Modelle, die haben auch so, der RS4 hat das. Schön. RS4, RS5. Finde ich richtig schön. Die neuen RS-Modelle finde ich auch sehr schön. Die Verbreiterungen vorne. Frontspoiler und Schwert. Die Frontstange haben wir original gelassen. Ja. Die Haube. Ja. Hier ist ein bisschen anderer Winkel. Da kann man hier kann man den Lufteinlass besser sehen. Und hier auch. Ja. Sonst finde ich das Auto sehr sexy. Was noch ein bisschen fehlt, irgendwas am Heckspoiler, finde ich. Meinst du, wir haben da schon ein bisschen was angefangen. Hast du gesehen überhaupt? Ja. Aber gefiel mir persönlich jetzt nicht so. Guck mal, allein die Farbe macht schon sehr viel aus, finde ich. Ja. Hinten. Da haben wir hinten uns auch gedacht, dass wir vielleicht offen lassen. Fand ich überhaupt nicht schön, überhaupt nicht. Ja, dann finde ich die Lösung mit dieser Hutze oder mit den Einsätzen da, ne? Mit dem Einsätzen finde ich schöner. Das finde ich ziemlich cool. Die Kappe finde ich sehr schön, dass sie so ein bisschen absteht. Ja, sieht so ein bisschen sportlich aus. Ja, macht das Ganze wesentlich aggressiver von vorne, ne? Ja. Aber der hat schon so einen riesen Spoiler. Ich weiß nicht, ob wir das am Spoiler machen sollten. Das weiß ich, bin mir unsicher. Guck mal hier. Guck mal, bisschen schmaler, bisschen breiter. Die Verbreitung, wie sich das alles verändert. Also, hier ist quasi ausgeschnitten. Hier ist alles weg. Und hier ist wieder diese Luftanlass, was ich meinte. Vielleicht sieht das von der Perspektive nicht so perfekt aus, aber ich glaube, das wird passen. Ja, ich glaube, das lassen wir. Spoiler ist ein bisschen Batman. Also mir gefällt er überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee. Ich muss aber dazu sagen, das war überhaupt nicht meine Idee. Spoiler. Also bitte nicht hier. Meine auch nicht. Meine auch nicht. Also ich weiß nicht. Guck mal so. Zack. Ich finde das richtig schön hier, dass das wirklich an den Leuchten nicht viel breiter ist, ne? Weil das so eine Kante kommt. Ja. Fand ich ganz interessant, was Jean-Pierre auch gesagt hat, das mit der Stoßstange hinten in dem Bild. Ja. Mit der Linienführung. Ich die Bilder vorher gesehen habe, ich habe auch wirklich nicht drauf geachtet, aber jetzt, wo er es sagte, in dem Video nochmal mit der Sicke unten, auf die der Ecke, genau. Ja, die ist hier. Kann man die sehen? Nein, sieht man nicht. Nein, auf jeden Fall die Linienführung, da hat er wirklich gesagt, hier die Linienführung, kann man das sehen, die ist hier. Ja, man sieht so minimal auf dem Bild. Aber ja. Und hier auch, kann man es vielleicht, siehst du das nicht auf der Kamera? Auf jeden Fall diese Linie verläuft hier ganz leicht auch noch. Ja. Mhm. Also die Linien von dem Auto übernehmen wir auf die Verbreitung und so weiter selbstverständlich auch. Ja. So, das wäre so meine Final Edition. Warte, mach ein bisschen die Seite, dann stört es keinen. Das wird ein Monster. Und das Auto, was ihr quasi auswählt, ja, werden wir
auf der Motorshow in Essen präsentiert. Falls die hoffentlich, falls die Motorshow Essen dieses Jahr noch geben wird. Also ich hoffe, dass die Corona-Krise uns nicht alle so kaputt macht, dass ja, sogar die Messe, die eigentlich die, eigentlich ist das die Messe, ne? Also ich glaube, das ist die Messe. Und ja, ich hoffe nicht. Und wir entweder den Audi 80, den E24 oder die E-Klasse Coupé auf der Motorshow in Essen zeigen. Fertig. Dezent breiter. Ja, das finde ich sehr. Warum ist das so? Guck mal jetzt. Achtung. War vielleicht noch ganz interessant. Was hast du gesagt? Wie viel war es breiter? Also ich würde dazu 15 cm pro Seite machen. Ja. Würde ich machen. Ja, also 30 cm. Warum so viel? Weil früher waren die Autos nicht so breit wie heute. Ja, wenn man heute einen Audi 80 vergleicht und einen Audi A5 zum Beispiel, die sind ja viel, viel länger geworden, breiter geworden, alles. Ne? Und ich glaube ein bisschen tiefer, ne? Kann sein. Mhm. Und deswegen machen wir es etwas breiter, dass er wirklich angepasst wird zu unseren Straßen. Und da sind wir wieder beim Thema Widebody. So, das war's hier von mir aus Kamp Lentfort oder von uns. Heute hat der Norm gefilmt. Ne? Und ja, hat auch, apropos Norm, hat auch viel Lob bekommen, ja, dass die Kameraführung und so weiter und die Schärfe viel, viel besser geworden ist. Freue ich mich sehr drüber. Ja. Dafür, dass es eigentlich nicht kann. Ja, also wir sind keine Profis, wir haben uns das so ein bisschen angeeignet und ja, wir gucken selber YouTube, wie man das hier oder da was macht. Wir möchten die Videos auch nicht so professionell machen und so weiter, dass das aussieht wie ein Film, weil könnten wir auch, aber ich glaube, das ist uninteressant. Also ich gucke mir solche Videos nicht an. Ja, das war's hier von mir aus Kamp-Info nochmal und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich. Und schreibt Kommentare, wie hat euch das Video gefallen und so weiter. Was sollen wir demnächst filmen? Habt ihr Ideen, was wir bauen sollen und so weiter? Natürlich können wir nicht alles bauen, was ihr schreibt, ja. Weil manche schreiben da wirklich auch Fahrzeuge, die sehr, sehr, sehr selten auf dem Markt sind. Und irgendwelche Alpha-Modelle oder sowas. Wir können alles bauen, ja. Nur, Problem ist, irgendeiner muss es auch unterm Strich am Ende bezahlen, ja. Also so eine Geschichte, die kostet wirklich 40.000, 45.000 Euro. Ja. Und das ist günstig, wollte ich schon mal gesagt haben. Ja, also wirklich an so einem Breitbau, den wir bauen, der liegt wirklich um die 50.000 Euro. Das ist sehr günstig. Ja. Das ist noch kein Gewinn, dass wir da irgendwie hier die Halle und alles unterhalten. Das ist einfach wirklich, das ist ein Selbstkostenpreis. Ja. Nur zur Information. Deswegen, wir können nicht alle Autos umbauen, ja. So, das war's. Hier, einmal darfst du kurz schwenken. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet. E24 BMW, ohne Zoom, bitte. Ihr seht, der ist am Zoomen, hör auf. Und Mercedes 124 E-Klasse Coupé. Die kommt demnächst. Vielen Dank, bis dann. Ciao.